Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Subnautica. In der letzten Folge haben wir die Aurora noch ein wenig erkundet. Sie brennt immer noch dort hinten vor sich hin. Mittlerweile haben wir, so wie es aussieht, Nacht. Aber ich glaube, in der Nacht sind wir auch angekommen. Und wir haben ein paar neue Blaupausen bekommen. Und zwar hier Datenbank, Baupläne. Können wir jetzt den Krebs bauen, die Seemotte und ein Zyklopen, was so wie es aussieht ein riesiges U-Boot ist. Dafür brauchen wir aber wahrscheinlich diese mobile Fahrzeugstation. Beziehungsweise brauchen wir... Z-Kapseln, also. Ist nur sowas hier. Einheimische Lebensform könnten wir sogar noch alles anschauen. Aber ich dächte, was Rüstung ist das? Ich glaube, wir brauchen wirklich die mobile Fahrzeugstation. Kleine Forschungs- und Erkundungsfahrzeuge aus Rohstoffen zu konstruieren. Das wird es, denke ich mal, sein. Voilà. Aber so wie es aussieht, haben wir hier auch noch eine Nachricht. This is Altera HQ. This may be your only communications window. We can't send a rescue ship all the way out there. So Aurora, you're just gonna have to meet us halfway. We've uploaded blueprints to the ship's computer. We're doing a sandwich run, you in? Yeah, give me a second. Black box data shows the high security terminal in the captain's quarters is still functional. Becky's leaving like in 5 minutes. All right, well, tell Becky I'll just take the regular. The regular? Yeah, she'll know what I mean. The code should and be... If she doesn't? Just tell her the regular, dude. Okay, the if code... I say regular, she's like, what's the regular? I have to come all the way back up here. The code should be 2679. The regular's just a ham and cheese. Okay, would you just say ham and cheese? Ham and cheese. Okay. 2, 6, 7, 9. Müssten wir also jetzt wieder zurück. Okay, hier kann man das machen. Wie sieht's im Inventar aus? Wir sind relativ voll. Ich brauche ein paar Upgrades. Dann würde ich einfach mal sagen, das ist ja voll. Ah, hier drin kann ich nichts platzieren, so wie es aussieht. Schade. Na gut, dann gehen wir mal wieder hier runter. Und dann halt, da ist die Rotgrasbasis. Auch wenn ich überlegt hatte, in der Nähe der Aurora eine Basis einzurichten. Naja. Weil wir sind hier sonst immer am Wegfahren. Ich weiß gar nicht, ich schwimme noch mal kurz nach oben. Ja, Konstruktionswerkzeug habe ich mit. Weil wir bräuchten halt Titan und Glas. Ja, dann würde ich einfach sagen, hoppala, bauen wir uns eine neue Basis bei der Aurora. Dort, wo wir auch in die Aurora hinein können.
Weil Titan dürften wir genug finden. Hier gibt es anscheinend auch nichts weiter. Titan dürften wir durch die Schrottteile, die dort rumliegen, also solche hier, zur Genüge finden. Und restliche Ressourcen, dafür können wir dann immer. Also das wird aus dem Ei. Restliche Ressourcen können wir dann von dort aus auch holen. Deswegen schwimmen wir jetzt dorthin. Schauen, dass wir uns in der Nähe der Aurora niederlassen. So, hier liegen schon wieder Schrottteile. Hier ist es auch etwas karger. Das ist ein tiefer Abgrund. Hier ist Schubkanonenfragment, aber wir haben keinen Platz. Hier ist das Gebiet wieder etwas, sag ich mal, toter. Dann könnten wir hier hinten. Das ist ein Lifepod. Nummer 4. Ich weiß nicht, ob wir den schon hatten. Ja, hatten wir. Hier haben wir zum Beispiel auch wieder so einen Abgrund. Und wir müssen eh dort hinter, in 250 Meter Tiefe. Da hinten ist der, also würde ich einfach sagen, machen wir hier unseren Aurora-Basispunkt. Dafür würde ich sagen, nehmen wir einfach ein normales I-Segment. Jetzt brauche ich zwei Titanen, das kriege ich hierher. Nee, dafür brauche ich ja den Fabrikator erstmal. Außer ich scanne was, was ich schon kenne. Oder wir kloppen hier anderes auf. Das hier zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ja, Wasser wäre ganz gut zu trinken. Und mal was essen. Ah, das kannten wir noch gar nicht. Das wird schlecht. Ja, das haben wir nicht geschafft. Und wir kommen hier raus.
Aber wir haben unser Inventar behalten, was schon mal ganz gut ist. Was habe ich denn? Statt der Schwimmflossen ausgerüstet. Also, Schwimmflossen. Ja, da haben wir nichts Besonderes drin, aber hier haben wir Titan. Was wichtig ist. Ich habe hier gerade eine kleine Motte, die mir die ganze Zeit bei der Nase rumfliegt. So, jetzt sollten wir zwar den ganzen Weg wieder zurückschwimmen. Aber das geht ja relativ schnell. Hoffentlich. Und sobald wir uns dort eine kleine Basis eingerichtet haben, können wir dann auch von dort aus die Aurora regelmäßig vernünftig untersuchen und uns daran machen, diesen Planeten alsbald hoffentlich zu verlassen. Und wir haben jetzt eine neue Nachricht, die können wir uns hier gleich mal anhören. This is Life Pod 7. Coordinates attached. Pod is structurally sound, but the fabricator's bust. Requesting assistance. 7 out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Okay, die Koordinaten sind diesmal beschädigt. Das ist Rettungskapsel 12, wo wir hinwollen. Datenbank. Oh, Sicherheitskonsole. Ah, hier steht doch der Code nochmal. Und Rettungskapsel 7. Besatzung hatte Probleme mit Bordfabrikator. In einem kargen Gebiet mit wenig ökologischer Aktivität auf 200 Meter gesunken. Ein Kilometer südwestlich beim Heck der Aurora, also wieder Aurora. Da kann ich auch mal... Ah ne, ich habe das Kreislauftauchgerät und Strahlenschutz muss ich dann eventuell anlegen. Das kennen wir ja auch schon. Das mit dem Umkommen unter Wasser war jetzt natürlich nicht ganz so clever. Aber was will man machen? Ich habe halt einfach nicht auf den Sauerstoff geachtet. Aber ich glaube, wir brauchen jetzt in weiterem Abstand von der Aurora keinen Strahlenschutz mehr direkt. Weil wir ja den Kern repariert haben. Dadurch dürfte das jetzt alles in Ordnung sein. Also, was heißt alles in Ordnung sein? Halbwegs in Ordnung. Jetzt müssen wir nur gucken, wo ist das, was wir ja aufgebaut haben. Aber es müsste uns ja zeitnah grün anleuchten.
Da ist Rettungskapsel 4. Ja, dann, ne, blau leuchtet's. Ja. So, dann hätte ich gerne eine Luke dort. Zwei Titan und ein Quarz. Ist alles Salz. Zwei Titan und ein Quarz noch, und dann können wir hier wenigstens schon mal uns drinnen aufhalten. Gold, okay, nehme ich auch mit. Die sehen cool aus. Na komm. Lithium. Ja, da habe ich jetzt noch einen Slot frei. Nur Salz. Ah ja, Titan. Kupfer. So viel Lithium hier. Ja, sehr gut. Ich schwimme mir schon nach oben. Ich habe doch zwei Titan dabei. Ich muss wahrscheinlich mit dem Quarz anfangen. Kann ich die Tasche auch? Ja, die kann ich auch hier hinstellen. Hier dann die Sachen, ein bisschen was zu essen hier, bla, habe ich dabei. Ja, das passt. Geht jetzt noch mal nach oben. Und dann schauen wir, dass wir hier noch einen Quarz finden.
Sollte ja aber nicht so schwer sein. Titan nehme ich mit. Teleshot kann man auch mal mitnehmen. Wer liegt überall nur Salz und kein Quarz? Hier sieht noch cool aus. Salz. 30 seconds. Oh, eine Datenbox. Detected volcanic activity acquired several unusual electromagnetic signatures in the region. Exercise caution when diving deeper. Das wird wieder sehr, sehr knapp. Aber das sollten wir schaffen. Uff. Nicht, dass wir hier nochmal umklappen. So, bis wir sollten. Ja, der macht Aua. Hier ist ein kleiner von denen, auf dem noch nichts gewachsen ist. Ich habe auch keinen Quarz finden. Das kann aber nicht so schwer sein, bis ich. Eine Lüftungsanlage. Weil ich aber sagen will, kann aber nicht so schwer sein, bis ich Quarz zu finden. Salz. Klar, Salz ist auch wichtig. Wenn wir unser Essen pökeln, aber. Wir brauchen Quarz für eine Einstiegsluke, dass wir uns da hinten Sauerstoff auch mal holen können. Ist doch nervig hier. Ich hätte gedacht, Quarz ist eine der mit am häufigsten vorkommenden Ressourcen hier. Aber auf jeden Fall, da ist Quarz.
wir hier vielleicht noch mehr? Ja. Also Quarz ist im Bereich von rotem Gras anscheinend. Nehme ich gleich mal ein paar mehr mit. Da kommen Skins. Main oder außer Gefecht sitzen. 30 Sekunden. Meine Güte, sind die Dinger aggressiv. Oxygen. Hey, was zum Heilen mit? Nein, natürlich nicht. Aber wir können unsere Basis aufbauen. Zwar brauchen wir erstmal wieder hoffentlich Ressourcen, um überhaupt dort was vernünftig aufzubauen, aber kriegen wir schon hin. Wir brauchen definitiv erstmal einen Fabrikator, dass wir Metallschrott umwandeln können in Titan. Ist auf jeden Fall schon mal wichtig. Und mein Bein juckt wie blöder. Gestern war ich bei Kumpels zum Männertag und irgendein Vieh hat mich gebissen. Es war nicht meine Mücke, es war, sag ich mal, auf Fliegengröße. Das war unangenehm. Ui. Okay, dem Vieh will ich nicht zu nahe kommen. Und hier ist ein fetter Kaisier. Echt jetzt Schnapper da? Oh, ich habe keine Batterien mehr mit. Ja, wir sind immer noch infiziert. Ja, ich nehme eine leere Batterie. Ja, doch, ich kann die hier entnehmen. Ja. Und irgendwo hier unten haben wir unsere Basis. Da. Da ist er. Okay, wir haben hier noch keine Sauerstoffproduktion. Dafür brauchen wir erstmal Energie. Dafür bräuchte ich sowas wie hier ein Solarmodul. Bräuchte noch ein Kupfererz. Ein Solarmodul hier vorne drauf.
Ja, jetzt brauche ich bloß noch Kupfer. Nein, hier nicht drin. Gold und Lithium hatten wir noch. Ich nehme aber zwei Batterien noch mit. Lass mal auftauchen. Und dann würde ich sagen, beende ich an der Stelle auch erst einmal die Folge. Wir sind zwar jetzt nicht allzu viel weitergekommen, aber wir haben uns hier eine kleine Basis initialisiert. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und bis zur nächsten Folge. Tschüss.